Hey Leute, willkommen zurück bei Lead Angels, Folge 401 mittlerweile. Und ich bin gerade immer noch auf Explorer-Tour. Es macht gerade unwahrscheinlich viel Bock und Laune. Und deswegen muss ich oder möchte ich auch davon mal ein paar Videos machen. Keine Angst, wir steigen jetzt nicht aus, fahren hier wieder mit dem Buggy rum. Sondern ich bin gerade auf einem Planeten, der hat einen relativ geringen Radius. Und es gibt im deutschen Forum jemanden, das fand ich so witzig. Ich habe nämlich gestern, Moment, ich suche das mal ganz kurz raus. Eigene Beiträge. Genau. Da gibt es nämlich jemanden, der sucht gerade auch nach den kleinstmöglichen landbaren Planeten. So, und er hat einen gefunden, der hat einen. Ach, einen Durchmesser? Da steht Durchmesser, bin mir aber nicht sicher, ob er das jetzt richtig abgelesen hat. Denn im Spiel wird immer nur ein Radius angezeigt. Und er hat einen gefunden von 264 Kilometern. Ich gehe mal von Radius aus. Durchmesser wäre schon echt extrem klein. Jedenfalls bin ich ja gerade auf einen mit einem Radius von 375 Kilometer. Und das ist somit der kleinste, den ich bisher gefunden habe auf meiner Reise von. Ich bin gerade bei fast 200 Systemen, die ich besucht habe. Bin nicht so weit gekommen. Aber hier herrscht eine Schwerkraft von gerade mal 0,04 g. Das ist unwahrscheinlich wenig. Und wenn man hier. Ich war gestern auf einem anderen, der hatte 0,05 g, und wenn ich da einen Brocken anschieße, um die Materialien zu sammeln, dann sind die erstmal ein paar Sekunden in der Luft, bevor die überhaupt mal irgendwo runterkommen. Hier wird das mit Sicherheit noch ein bisschen länger dauern, aber es gibt eine nette Eigenschaft von den ganz kleinen Planeten oder Monden, je nachdem, ist egal. Die finde ich spitze. Das werden wir gleich sehen. Wir müssen nämlich dafür abheben. So. Und da ich ja gestern auf der, ja oder gestern, vorgestern, weiß ich gar nicht mehr, auf der Suche war dann nach dem größten landbaren Planeten. Ich hatte noch einen gefunden. Wir waren in einer der letzten Folgen auf einem Planeten, der hatte einen Durchmesser. Letzte Folge war das noch, genau, den hatte ich gezeigt. Der hatte einen Radius von knapp 17.000 Kilometern. Ich habe dann noch einen gefunden von 18.000 Kilometern Durchmesser, Radius. Und der hätte einen Umfang von 116.000. Hatte ich ausgerechnet. Radius mal 2 mal Pi. So. Und 116.000 Kilometer, das ist dann wirklich fast das Dreifache der Erde. Unglaublich riesig. Aber es gibt zumindest für interessante Landschaften ein kleines Problem, denn je größer die Planeten, ist mir mal aufgefallen, desto weniger abwechslungsreich. Denn wir heben jetzt hier mal einfach ab. Hier sehen wir schon direkt eine schöne Schlucht, die habe ich gestern geparkt. Und wollte dann direkt von hier erstmal die Aufnahme beginnen. Man sieht schon, dass der Horizont, der neigt sich schon oder der krümmt sich schon ganz gut, weil der Planet halt wirklich relativ klein ist. Es geht wohl anscheinend noch deutlich kleiner. Und wir heben jetzt aber einfach mal ab, gehen mal so ein bisschen in den Supercruise und fliegen mal ein paar Kilometer weit weg. Wir waren ja bei dem großen Planeten in der letzten Folge noch irgendwie so um die 1000, 2000 Kilometer über der Oberfläche. Da hat sich noch nicht viel bewegt. Wenn wir hier so weit oben sind, dann sieht man den schon, naja, fast nicht mehr, aber deutlich kleiner. So, wir fliegen mal ein paar Meter. Denn die kleinen, je kleiner die sind, desto unförmiger sind die. Ich habe da gestern noch einen entdeckt, der war zwar ein bisschen größer als der hier, der war irgendwas um die 450 Kilometer. Und die sind dann schon recht verbeult. Die sind nämlich nicht so kugelrund wie die anderen, die man sonst so kennt. Ich drehe mich mal. Mal gucken, 140 Kilometer, ob das schon reicht. Naja, man könnte schon erkennen, die. Oh. Lass mal die Geschwindigkeit weiter reduzieren. Oder wir fliegen doch ein paar Meter. Bevor es mich hier wieder in den Gleitmodus schickt. Okay, jetzt, das müsste locker reichen, irgendwas um die 700 Kilometer Höhe. Und jetzt können wir uns nochmal zum Planeten hindrehen. Da haben wir ihn. Der ist relativ rund. Nanu, was ist los? Hier fliegt jemand? Eine Pferdelance? Ich habe die Pferdelance jetzt schon zigmal gesehen. Ich bin über 2000 Lichtjahre entfernt. Missionsziel? Lol, was? Ich habe überhaupt keine Mission angenommen. Guck mal, ich habe null Mission drin. Was zur Hölle?
Deswegen habe ich die schon ein paar Mal gesehen. Wir schauen gleich mal nach, wie weit wir von Morana entfernt sind. Jedenfalls, die kleinen Planeten, die sind immer relativ unförmig. Und gestern hatte ich halt einen mit 450 Kilometer ungefähr, der wirklich eine richtige Beule so drin hatte. Und die haben immer eine nette Oberfläche, recht abwechslungsreich. Bergig, kraterig, kraterreich und schluchtenreich auch. Da lässt sich immer gut rumfahren. Und die finde ich mittlerweile echt hübscher, die ganz kleinen. Und jetzt halte ich immer die Augen offen zwischen den, oder ja, zwischen den ganz, ganz kleinen und den ganz großen. Wir fliegen jetzt einfach mal weg. Schauen noch mal kurz in die Systemkarte rein. Denn einfach mal hier rüber gehen. Da sehen wir es, 375 Kilometer. Und die anderen hier ist einmal 397 und so weiter. 400, 500, 600. Und es gibt einige, die zwischen 400 und 600 groß sind, aber nur wenige 400er, sehr wenige 300er und noch viel weniger, die kleiner sind. Ich weiß nicht, was mit der Ferdelance auf sich hat, warum das als Missionsziel angezeigt wird. Ich habe halt keine. Naja, jedenfalls suchen wir mal weiter. So, und jetzt schauen wir mal in die Galaxiekarte, wo ich mich gerade befinde. Bisschen weit weg. Morana, das ist hier unten irgendwo. Ja, damals 2300 Lichtjahre ungefähr. Und ich bin halt immer die ganzen Punkte abgeflogen. Ich weiß echt nicht, ob man das sieht. Na, hier zum Beispiel, ungefähr in der Mitte von dem blauen Ring, da ist so ein kleiner heller Fleck. Wenn man so in die Mitte der Galaxie schaut, dann kommen da immer mehr davon. Das sind dann diese Überriesen. Und die Systeme, die haben immer einen ganz netten, die haben immer eine ganz nette Systemstruktur. Da sind immer viele verschiedene Planeten dabei. Ganz große, ganz kleine und ganz verrückte Anordnung teilweise. Hier war, glaube ich, ausgerechnet, in dem war nur der Stern und sonst nichts. Genau. Hier war nur der Stern drin. Der hat einfach mal 92 Sonnenmassen und ist 17 mal größer als unsere Sonne. Naja, jedenfalls dachte ich mir, ich klopfe noch so ein paar davon ab. Und auf dem Weg dorthin nehme ich immer mal, ich habe schon die Systeme rausgesucht, wo man dann auch, das hatte ich schon mal erklärt, am besten oder häufiger dann mal Glück hat auf Wasserplaneten, Ammoniakwelten oder erdähnliche Planeten, terraformbare Planeten und so weiter. Und das sind die mit der Sternklasse G und K. M bin ich noch nicht so überzeugt. Alles andere kommen dann nur noch irgendwelche Eisplaneten raus, weil die zu leuchtschwach sind. So, die roten. Die sind noch okay. Das ist schon eine Sternklasse niedriger als unsere Sonne. Unsere Sonne ist genau Spektralklasse G. Hier, der zum Beispiel. Okay, hier gibt es gerade nicht so viele. Ja, doch, hier drüben wäre noch einer. Aber wie gesagt, ich bin immer die Überriesen alle abgeflogen. Jetzt haben wir hier nicht so viele in der Nähe. Oder finde ich irgendwo einen? Hier unten wird mir einer angezeigt. Oh, das erkennt man schwer. Da muss man manchmal eine Weile rumdrehen in der Galaxiekarte. Hier ist der nächste. Halt, da ist da unten. Seht ihr das? Hier den hellen Bereich gibt es auf jeden Fall. Hallo, müsste mir doch angezeigt werden, der Stern. Wieso nicht? Eigentlich müsste sich hier drin ein Stern befinden. Ach, das ist ein Protostern. Okay. Fliegen mal dahin, die gibt es nämlich auch selten, sind 800 Lichtjahre. Oh. Gut, jetzt habe ich es wieder ausgestellt, macht nichts. Da fliegen wir mal hin. Vielleicht erreichen wir es heute noch und alles, was so auf dem Weg dorthin liegt, nehmen wir auch mal mit. Ja, die Sprungreichweite, die ist nicht so unwahrscheinlich hoch. Leer wären wir bei 32 Lichtjahren. Aber wir springen immer so zwischen 23 und 27 Lichtjahre mit der ASP. Das heißt, da sind schon ein paar Sprünge. Beim Protostern. Hm. Oder bis zum Protostern. Hatte ich jetzt so noch überhaupt keinen in so einer Wolke entdeckt?
So, hier haben wir einen netten gelben Stern. Scannen wir mal. Und ja, ich warte mal so eine Sekunde, bis ich im System drin bin. Start dann den Aufklärungsscanner, den fortgeschrittenen, damit er das komplette System scannt. In der Zeit, kurz bevor er fertig ist, wird der Stand vor mir angezeigt. Dann kann ich den auswählen. In der Zeit wird links unten gescannt. Ein F-Stern. Okay. Schauen wir mal rein, die Systemkarte, was wir hier so finden. Guck mal, das sind alles noch nicht entdeckte Planeten. Wenn ich die jetzt scannen würde und dann irgendwann als erster abgebe, dann gibt es da immer so einen Bonus. Das sind aber alles bloß irgendwelche Steinplaneten hier vielleicht. Hoher Metallanteil werden die haben. Die ersten beiden scannen wir mal mit. Der hier ist schon wieder über 1000 Lichtsekunden entfernt. Schöner Gasriese. Gasriesenklasse 2 bringen von den Gasriesen her am meisten Geld. Moment, ich suche mal schnell, wollte ich vor der Aufnahme machen, habe ich jetzt vergessen. Die Explorer-Liste raus, was wie viel Geld bringt. Gehen wir gleich mal drauf ein. So, was haben wir hier für Planeten? Die gucke ich mir mal an, die Monde, auf denen man landen kann. 1200 im Radius, 1400 im Radius. Die sind aber alle relativ groß. 800, 700, 900. Ja. Das tun wir uns jetzt mal nicht an. So, nehmen wir mal die ersten beiden. Der ist bloß 8 Lichtsekunden entfernt, der erste Planet. Wenn die so nah dran sind, dann scanne ich die auch noch mit. So eine komplette Scan-Geschichte im System mache ich nicht. Schon gar nicht, wenn ich dann mehrere tausend Lichtsekunden jedes Mal fliegen muss. Ich würde es machen, wenn es einen Bonus geben würde für ein komplettiertes, gescanntes System. So, ein Planet mit hochwertigen Metallen haben wir da. Nehmen wir den anderen. Die Route wird ja gespeichert, die wir vorher festgelegt haben. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Einmal leicht drum rumfliegen. Ziel ist verdeckt. 24 Lichtsekunden könnte schon reichen. Je kleiner der Planet oder der Mond ist, desto näher müsste er ranfliegen. Ich musste für den Planeten, auf dem wir gelandet waren vorhin, auf dem wir gestartet sind, musste ich sehr nah ranfliegen, auf 2, 3 Lichtsekunden oder so, bevor der Scan anfing. Bei Gasriesen, die wirklich groß sind, oh, hier auch metallreicher Planet. Bei Gasriesen, die wirklich groß sind, da reichen manchmal 900 oder knapp 1000 Lichtsekunden, hatte ich gestern ein, dass man die schon scannen kann. Wir können ja mal gucken, wie weit ist der Gasriese hier entfernt. 1700. Na, pass mal auf, wir fliegen mal kurz dorthin, gucken mal, was das für ein Gasriese ist. Ich rate jetzt einfach mal Gasriese Klasse 1, sieht es mir aus. Für Klasse 2 scheint er mir ein bisschen zu groß zu sein. Ja, hier in der ASP ist noch ein 5C-Zusatztank drin. Und ein Treibstoffsammler mit maximal 494 Kilogramm pro Sekunde, also eine halbe Tonne. So, wir fliegen da mal hin und in der Zeit kann ich mal durch die Preislisten gehen, die es so für das Detailscannen gibt. So, erstmal die Sterne. Die Sterne der ganzen Klassen O, B, A, F, G, K, M, L, T, Y. Moment, halt, Quatsch. Ich Blödmann. Weg damit. Keine Systemkarte. Nein, nein, hör auf. So, die Galaxiekarte wollte ich. Das sind die hier alle. Die alle bringen zwischen. Oh, hier ist Scan schon bei 950. Die alle bringen zwischen 2400 und 6600 Credits, wenn man dann Detailscan macht. Schwarze Löcher bringen zwischen 38 und 50.000 Credits. Plus immer noch der Bonus, wenn man die als erste gescannt hat. Neutronensterne 36.000 bis 38.000 ungefähr. Weiße Zwerge 22.500. Wolf-Rayet-Stars Sterne 3 bis 6.600. Carbonsterne 2.400. Oh, Gasriese Klasse 3, kommt man gleich zu. Und die Protosterne, wo wir dann mal hinfliegen. Das sind auch die herbige AEBE T-Tauri-Sterne. 2.500 bis 3.000 ungefähr. So, dann diese kleinen Asteroidenfelder, die es oft in den Systemen gibt, die bringen nichts. Die braucht er überhaupt nicht.
Detail zu scannen, die bringen 0 Credits. So, Gasriesen der Klasse 1, 3, 4 und 5, das sind dieselben. Die bringen jeweils zwischen 2200 und 3800 als Scan und Gasriesen Klasse 2, die bringen zwischen 7500 und 12300. Also auch schon mal eine ganze Menge Bonus. Dann haben wir noch die steinernen Planeten, die bringen gerade mal 600 bis 1200, deswegen würde ich die jetzt nicht so unbedingt mitscannen. Dann hier Planeten mit hohem Metallanteil, die bringen schon wieder 4100 bis 8500. Dann kommen wir zu den interessanten Sachen, den terraformbaren steinernen Planeten, 30.000 bis 31.000. Hier haben wir keine neuen Objekte entdeckt. Achso. Oh. Na toll. Das ist wohl ein Scherz. Das ist wohl ein Witz. Ich bin in der privaten Gruppe unterwegs, wenn ich im Exploren bin, weil da einige aus dem Forum halt auch unterwegs sind. Na toll. Okay, gut. Vielleicht gab es deswegen hier keine. Wir gehen direkt mal in den Supercruise, dann müssen wir die Route gleich nochmal neu setzen. Na toll. Es lädt nicht, seht ihr das? Scheiße. Ah, jetzt. Okay, ich hoffe, es gibt gerade keine Probleme mit den Servern, wenn ich hier aufnehme. Das wäre nicht so toll. Okay, jetzt können wir scannen. Wir machen nochmal den Aufklärungsscanner. 40. Aha. So, und in der Zeit, in der die Sonne gescannt wird, der Stern, können wir uns die Systemkarte mal anschauen. Meistens lädt das auch schneller. Okay, es scheint an. Es gibt anscheinend gerade Probleme mit dem Server. So, da haben wir auch ein paar. Gar nicht so weit entfernt. Die können wir alle mal mitnehmen. Und hier auch wieder ein Gasriese. Mit ein paar schönen Monden. Haben wir mal drüber, um einfach mal zu schauen, wie groß oder wie klein die sind. So, wunderbar, den haben wir. Ah gut, den können wir auch schon scannen. Sehr gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei terraformbarer steinige Planeten 30.000 bis 31.000, terraformbare hochmetallische Planeten oder metallischen Planeten mit hohen Planeten mit hohem Metallanteil, so rum 30.000 bis 45.000. Dann, was haben wir noch? Allgemein metallreiche Planeten. Die, das müsste doch gerade einer gewesen sein, oder? Ich habe es gerade nicht gesehen. Genau, Planet mit hochwertigen Metallen. Das ist so einer zum Beispiel. 9.000 bis 14.000, also nicht schlecht. Und jetzt kommen wir zu den super Sachen. Wasserwelten 18 bis 36.000, terraformbare Wasserwelten 27 bis 65.000, Ammoniakwelten 33 bis 35.000 und erdähnliche Planeten 54 bis 62.000. Plus einen Bonus von 50%, wenn man die das erste Mal gescannt hat. Also als jemand, der noch, wo halt noch niemand als Entdecker da steht, dann gibt es den Bonus. Aber nur beim Abgeben, nicht beim Scannen. So, gut, wunderbar. Warum? Wo haben die uns denn rausgelassen? Warum wird denn der erste nicht angezeigt zum... Der hier? Okay. Nehmen wir auch noch mit. Müssen wir ein bisschen näher ran. Der sah auch ein bisschen kleiner aus. Der ist auch ein bisschen weiter entfernt. Okay, geht schon. Es gibt auch Planeten, wenn die groß genug sind. Also keine Gasriesen jetzt. Normale Metallplaneten, Steinplaneten, die schon bei 100, 150 Lichtsekunden mal zu scannen sind. Da müssen sie aber wirklich schon größer sein. So, die anderen hier nehmen wir auch noch mit. Wie gesagt, metallreiche Planeten oder terraformbare, die bringen dann schon einiges an Geld. Und die kann man dann auch ruhig mitnehmen. Okay, manchmal wird es da rechts dann nicht angezeigt, wo jetzt die Entfernung und das Tempo steht. Da dann einfach ruhig nochmal in die Systemkarte schauen, solange wie der nächste Scan läuft und dann kann man sich in aller Ruhe die ganzen Sachen mal anschauen. Ah, guck mal, der ist schon deutlich größer, da geht schon bei 80 Lichtsekunden der Scan los. Und der erste Planet war,
Metallreicher Planet. Na, guck mal. Hochwertigen Metallen. Der hier scannt noch. Das ist vielleicht auch nochmal ein hochwertiger. Ammoniakwelten sind, so wie ich das als Erfahrung bisher aufbringen konnte, immer so ein bisschen rötlich. Wahrscheinlich durch den Ammoniakgehalt. So, Planet mit hochwertigen Metallen. Wunderbar. Gehen wir in den nächsten. Könnten wir auch hier drüben aus der Liste wählen. Ist jetzt egal. Ich war einmal in der Systemkarte. Und da sind schon 20 Minuten rum. Gut. Da sind wir jetzt nicht so weit gekommen bis zu dem Protostern. Das ist ja traurig. Okay. Dann werden wir es so machen. Wir scannen hier noch die paar Sachen. Springen vielleicht nochmal ein System weiter. Und dann fliege ich selber mal bis zu dem Protostern. Und mache da dann die nächste Aufnahme. Wenn es sich lohnt. Wenn es sich nicht lohnt, fliege ich weiter. Ich möchte euch dann nämlich mal zeigen, wie ich so meine Route planen möchte. Bin erstmal ohne Plan losgeflogen. Und dann jetzt aber doch schon, ja, etwas zielgerichteter. Okay, hinter uns. Ich hatte einmal das Glück, das waren über 10 Planeten, die ich scannen wollte. Und da war es nicht so wie hier, dass man da hin und her fliegen muss. Je nachdem, auf welchem Abschnitt ihrer Ellipse die sich gerade befinden, die Planeten. Mal da einer, mal da einer, mal da einer. Und da hatte ich das Glück, dass die alle in einer Reihe hintereinander standen. Und ich die nacheinander scannen konnte, nicht rumdrehen brauchte. Sondern alle einfach gerade weg scannen konnte. So, schauen wir mal, wann das hier anfängt. 150 Lichtsekunden erreicht. Ich denke mal so bei, ja, 100 ungefähr. Ja, okay, 90. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Können wir noch bremsen? Nein, können wir nicht. Vielleicht geht der Scan früher durch. Komm schon. Scheiße. Ups. So, das scannen wir halt hier zu Ende. Auf dem können wir doch eh nicht landen, ne? Sonst hätte es uns, glaube ich, nicht so rausgehauen, ne. Das hier war auch ein Planet mit hochwertigen Metallen. Und der jetzt? Auch ein Planet mit hochwertigen Metallen. Sehr gut. Gott sei Dank war es kein Stern. Na gut. Soll es das für das System gewesen sein? Nehmen wir doch das System hier oben noch mit. Auch wieder ein Stern. Okay. Der ähnlich unserer Sonne ist. Also auch da eine hohe Chance oder eine höhere Chance auf normale, lukrative Planeten zu finden. Alle anderen Sternklassen, die über den beiden liegen, die ich vorhin gezeigt habe, das sind meistens dann nur noch Eisplaneten, weil die, oder Steinplaneten mal noch, weil die Sterne einfach zu wenig Kraft haben, um da genügend Energie aufzubringen und Wärme. Die sind ja oft auch ein bisschen kleiner und die fahren halt einfach nicht die Masse an Energie, um die dann irgendwie aufzutauen oder was weiß ich. So, schauen wir mal durch. 22 Objekte plus der Stern 23. Ach, guck mal hier. 8 Lichtsekunden gerade mal entfernt. Ein kleiner Planet. Ihr könnt auch die ganzen... Also wenn man schon mal hingeflogen ist, beziehungsweise nah rangeflogen ist an so einen Gasriesen, könnt ihr theoretisch auch die ganzen, ja, Monde mitscannen. Aber auch da, wie gesagt, die sind meistens Stein- oder Eisplaneten. Bringen da nicht so viel. Ach ja, guck mal. Ein Mondesmond. Mond. Was? Das kann doch gar nicht sein. Der ist 1789,6 und der ist auch so weit entfernt. Die müssen ja unwahrscheinlich nah beieinander sein. Okay, der Detailscan hier vorne ist durch. Da fliegen wir jetzt mal hin. 1790. Auf die zweite Nachkommastelle genau gleich entfernt? Kann ich mir kaum vorstellen. Da schauen wir uns jetzt mal an, da fliegen wir mal noch hin, das dauert jetzt nicht so lange. Und ich hoffe, ich finde den nochmal, den Protostern. Wo war denn der? Oh, hier unten, ach, da ist er. Jetzt sehe ich es.
Protosterne schon öfter gesehen, aber nicht mit so einem Halo ringsrum. Ich will schon mal die Route, da muss ich dann gleich nochmal in der Systemkarte neu auswählen. So. Das interessiert mich jetzt noch, wie nah die beiden sich umkreisen. Da passt ja kaum Raumschiff dazwischen wahrscheinlich. Tja, Statistiken. Wir gehen mal kurz runter auf die Erkundung. 5.982, ich bin bei irgendwas bei 5.700 losgeflogen. 5.740 oder so. Also sind schon einige zusammengekommen und auch vieles gescannt innerhalb der Systeme. Also wenn man sich schon die Mühe macht und sich das mal anschaut, dann ich werde dann nachher auch die ganzen Monde hier noch mit scannen und auch den Gasriesen. Okay, Scan startet schon. Da sind alle beide. Einfach so 0,01 Lichtsekunde sind die schon voneinander entfernt. Okay, dachte, die stehen noch enger beieinander. Hatte ich mich getäuscht. Aber das dürften halt, okay, jetzt wird es uns leider gerade nicht angezeigt. Plus irgendwelche steinernen Planeten, felsiger Eisplanet. Das ist bloß ein Eisplanet, ja. Okay, so nah sind die also beieinander. Sehen auch beide total verschieden aus. Na gut, ja, mit den schönen Bildern lasse ich euch mal alleine für heute. War ein bisschen länger als gedacht. Wir sind nicht so weit gekommen wie gedacht. Naja, gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.